Das schmeckt so gut. Ich finde es schon sehr speziell. Und jetzt höre ich auch auf, es wird sehr unangenehm für mich. Tschüss. Hey Leute, willkommen zu einem Neuheitenvideo. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde auch sofort hier mit dieser Flasche beginnen, beziehungsweise mit diesem Getränk, bevor es warm wird. Und zwar gibt es von Schweppes eine neue Sorte, und zwar Granatapfel. Der Preis beträgt 1,89 €. Es gibt jetzt aber nur diese Variante, also eine Zero-Variante davon gibt es nicht. Nein, das ist Granatapfelgeschmack nur. Hier ist kein Fünkchen Granatapfel enthalten. Dann machen wir auch nicht hier lang. Ich probiere einfach direkt. Färbende Konzentrate sind Karotte und Heidelbeere. Es erinnert mich nicht an Heidelbeere, nicht an Granatapfel, an irgendeine andere Beere. Naja, und das riecht einfach nur süß. Es riecht süß, aber der säuerliche Anteil ist im Geschmack drin. Ja, aber im Abgang schmeckt es einfach so nach Himbeere oder nach irgendeiner Waldbeere. Aber nicht unbedingt nach Granatapfeln. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Nochmal würde ich das nicht kaufen. Gemixt mit was anderem kann es vielleicht ganz gut schmecken, aber so einzeln getrunken finde ich das nicht so nice. Das ist jetzt auch die erste Sorte von Schweppes, die mir nicht gefällt. So, ich habe doch glatt vergessen, mein Kaffeesahneis rauszuholen. Das habe ich jetzt nachgeholt. Aber ich muss das noch so ein bisschen antauen, damit ich es ordentlich rausschmecke. Ich freue mich schon ganz besonders darauf, ob das ganze Kindheitserinnerungen weckt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall Team Kirsche gewesen. Aber irgendwie habe ich immer Orange bekommen. Okay, ich würde das hier nämlich in der Zwischenzeit sehr gerne probieren, weil ich da sehr gespannt drauf bin. Und zwar von Tonys gibt es die Choco Lonely Lil Bits. Die Sorte hat es mir angetan, vor allen Dingen, weil sie vegetarisch ist. Wir haben ja einmal Vollmilch, Marshmallow und Keksmix. Marshmallow ist ja eigentlich immer mit Schweinegelatine wird das überwiegend. Das ist ganz selten, dass mal was anderes ist. Ich glaube, das ist wegen der Konsistenz eben so, dass es mit ja, Schwein eben besser geht. Aber hier wurden einfach Geliermittel, also Carrageen wurde hier verwendet. Es sind keine tierischen Bestandteile enthalten, aber dennoch ist hier Vollmilchpulver und so weiter enthalten. Somit bleibt das Produkt vegetarisch, aber nicht vegan, eben wegen der Sorte Vollmilch. Also das Ganze wird beschrieben als ein Erlebnis wie Weihnachten in klebrig-flaumigen Marshmallows und süß-knusprigen Keksen. Also beides umhüllt von unserer traumhaft-cremigen Vollmilchschokolade. Und das macht mich schon an, ne? Das ist wie Weihnachten, Tindermatch und Ferienbeginn am selben Tag. Das klingt interessant. Falls ihr es noch nicht wisst, aber ich glaube mittlerweile wissen es alle, dass die Schokolade eben Fairtrade-Kakao und Fairtrade-Zucker und alle anderen Zutaten sind eben auch Fairtrade. Hier seht ihr einmal, es sind wirklich Lil Bits. Oh, es riecht nach leckerer Schokolade. Oh mein Gott, ich hatte jetzt Marshmallow. Das ist geil. Wisst ihr, woran mich das ein bisschen erinnert? An die Schokorosinen. Also ich glaube, Schokorosinen, die einen hassen es und die anderen lieben es. Ich gehöre zu denen, die es lieben. Ich liebe Schokorosinen einfach. Aber das ist leider so extrem ungesund, weil Rosinen sind einmal schon sehr zuckerlastig und ganze Schokolade drumherum. Oh, ich kann es sehr schlecht halten, weil es so klein ist. Aber hier seht ihr einmal so ein bisschen so einen Hauch von Marshmallow. Ich liebe es einfach. Ich muss dazu aber sagen, dass man Marshmallow nicht so gut herausschmeckt. Kekse schon eher wegen der Konsistenz. Marshmallow ist halt so eine süße Masse innen drin. Also, ich liebe es. Das wären für mich 10 von 10 Punkten. Es ist wirklich ein Produkt, das ich auch privat sehr gerne genießen würde. Machen wir mit einer Neuheit weiter, die kein Eis ist, aber doch aus dem Gefrierfach kommt. Und zwar soll das Ganze 2 Stunden ins Eisfach und dann soll man das Ganze eiskalt genießen. Von Schogetten gibt es jetzt Freeze Me Zartbitter Haselnuss als Limited Edition. Das ist einfach eigentlich nur Edelzartbitter-Schokolade mit 46% Haselnusscreme-Füllung. Es ist nicht vegan. Für 69 Cent habe ich das im Angebot gekauft. Der reguläre Preis ist jetzt auch nicht die Welt. Ist ja was ganz anderes. Hier seht ihr eine wirklich, also nicht flüssig, aber schon eine karamellartige Füllung. Soll ich euch mal was sagen? Es ist wirklich sehr aromatisch. Das habe ich nicht erwartet. Es schmeckt auch so ein bisschen, das hat damit nichts zu tun, aber es schmeckt auch so ein bisschen kaffeelastig. Und es hat jetzt doch seinen Sinn, dass man das aus dem Eisfach holt, weil die Füllung eine ganz andere ist als bei den gängigen Sorten. Hat eine fließendere Konsistenz. Also müsst ihr mal schauen, ob es euch zusagt oder nicht. Es schmeckt wirklich nach Haselnuss, aber hat auch eine herbe Note. Die bleibt auch auf der Zunge erstmal, wenn ihr die Schokolade aufgegessen habt. Also, wir haben hier einmal Capri-Sun vor allen Dingen. Sohn von Capri. Dann Capri-Sun, Orange und Kirsche. Mein Kirschdings ist so ein bisschen geschmolzen. Ich probiere erst Orange. Ich baue mir so ein bisschen Spannung auf, damit ich mich auf Kirsche freuen kann. Erstmal zum Preis. Ihr müsst 3,29 € erstmal da lassen, aber dafür kriegt ihr 12 Eis.
Das Ganze ist übrigens vegan. Orangensaftkonzentrat sind 27% und mit Sauerkirschsaft ist der Anteil weniger mit 16% bei der anderen Sorte. Obwohl, nee, da wurde noch Apfel hinzugefügt, also sind es dann auch wieder 27% insgesamt. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen, finde ich. Ganz ehrlich, das schmeckt schon ein bisschen unscheinbar. So könnte einfach jedes Eis schmecken. Mit Orangengeschmack. Es könnte aber sein, dass hier der Saftanteil einfach höher ist. Schmeckt auch so ein bisschen nach selbstgemachtem Eis, aber mit besserer Konsistenz. Kennt ihr das noch aus eurer Kindheit? Da habt ihr mit voller Erwartung einfach Eis selber zusammengemischt und dann wirklich so stundenlang drauf gewartet, damit ihr es endlich essen könnt. Und dann hatte ich einfach nur so einen steinharten Klumpen, als hätte ich den vom Nordpol bestellt. Und hatte eine richtig schlechte Konsistenz. Es war wirklich sehr ernüchternd und enttäuschend. Endlich Kirsche. Das kann ich mir jetzt selber kaufen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An diese Retro-Kirschlollis mit grünem Stiel, diese kleinen. Das schmeckt so gut. Ich muss sagen, ich liebe Kirsche, ich liebe Kirschgeruch. Ich habe sogar ein Parfüm mit einer Kirschnote. Klingt eklig, aber riecht sehr lecker. Es riecht nicht nach Kirsche. Also Orange schmeckt sehr unscheinbar, finde ich. Und jetzt nicht so wirklich innovativ, neu, herausragend. Aber Kirsche als Fruchteis gibt es irgendwie nicht so oft und es schmeckt wirklich sehr gut. Hat mir sehr gefallen. So, dann haben wir einmal Softcake als Lemonade Ginger Style für 1,59 Euro. Das ist vegetarisch. Also Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat ist enthalten. Aber keine Spur von Ingwer, nicht mal 0,1% oder so. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, es schmeckt interessant zitronig. Müsst ihr was? Ingwer kommt jetzt durch. Also die Schärfe vom Ingwer kommt im Nachhinein durch. Am Anfang schmeckt die nur Zitrone. Ich finde es schon sehr speziell. Ich meine, Zartbitter macht das Ganze ja schon herb. Und dann, okay, Zitrone ist ja nicht schlecht. Ist schon so erfrischend. Aber im Nachhinein kommt dann so die Schärfe vom Ingwer durch. Also meins ist es nicht. Aber wer drauf steht, wer so auf Ingwer steht und so ein bisschen auf Zitrone-Ingwer, für den ist es was. Man schmeckt beides raus. Auch wenn kein Ingwer enthalten ist, es schmeckt erschreckenderweise sehr danach. Tja, Leute, das war's heute auch. Mein Favorit aus diesem Video. Es wird jetzt kein Nachkaufprodukt, einfach weil es zu viel Schokolade und es, man kann irgendwie nicht Halt machen. Also entweder man fängt an oder man lässt es sein. Aber es schmeckt unglaublich geil. Also ja, wenn ihr sonst selten Schokolade esst und mal was richtig Geiles essen wollt, die Sorte ist nice. Ich weiß nicht, wie die anderen Sorten sind, aber die ist echt lecker. Da lohnt es sich. Und ja, ich bin gespannt, was es sonst noch für Neuheiten, beziehungsweise doch, es gibt eigentlich noch Neuheiten, die ich mit euch probieren möchte. Guckt da gerade drauf. Einfach dranbleiben. Die kommen dann auch in nächster Zeit wieder hier auf diesem Kanal in einem anderen Video. Küsse von mir, bleibt gesund und munter wie ein Fisch und geht nicht unter. So, das war jetzt ein Reim von mir. Und jetzt höre ich auch auf. Es wird sehr unangenehm für mich. Tschüss. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna